liebe Dalli Dalli Freunde. Wir melden uns aus München mit einer neuen Ausgabe unseres Fragespiels für Schnelldenker. Nun, Sie wissen, die große internationale Funkausstellung in Berlin ist vorüber. Immerhin über 625.000 Besucher, darunter sehr viele aus dem Ausland. Viele Landsleute von drüben, über 60 oder 65 Jahre alt, die waren aber mit besonderer Begeisterung dabei. Und ich wurde von vielen Gästen gefragt, sagen Sie mal, Rosa, wir sind da am Kurfürstendamm, Uhlandstraße, was ist denn das da für ein Riesenmonstrum? Ist das eine Ampelanlage oder werden da alle Ampeln Berlins dirigiert? Ich kann Ihnen das erklären, das ist eine Uhr, die gibt es seit einiger Zeit in Berlin und da gehen Berliner vorbei schon 50 Mal, kein Mensch versteht sie. Ich hoffe, dass ich es Ihnen richtig erklären kann. Das ist also einmal an, einmal aus, so ist das eine Kleinausgabe, es sind Sekunden. Hier oben jedes Feld sind immer 5 Stunden, ja, 5 und da unten ist jedes Feld ist 1 Stunde, hier ist jedes Feld 5 Minuten und da unten 1 Minute. 11 mal 15, 55, 56, 57, 58, 59 und wenn das dann zu Ende ist, geht 1 Stunde an. Jetzt gucken wir mal hin, 4 mal 5 ist 20 Uhr, dann haben wir die Minuten hier, 3 mal 5 sind 15, es ist 20 Uhr, 16 Minuten. So einfach ist es. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es nochmal erklären kann, das nur nebenbei. So, liebe Gäste, wir haben bei der Funkausstellung auch Kinder-Dalli-Dalli gemacht und es war für mich sehr interessant, Kinder einmal zu erleben. Sie reagieren doch ganz anders als Erwachsene, spontaner. Sie sind auch lustiger und gehen mehr mit, aber sind genauso auch trauriger und zeigen das, wenn sie nicht gewonnen haben. Und wir werden ein Endspiel, das wir dort aufgezeichnet haben, senden für unsere deutschen Zuschauer. 24. September, 18 Uhr, können Sie mal ein Kinder-Dalli-Dalli erleben. Und nun zum heutigen Spiel, wer gegen wen? Sie erleben diesmal 2 Quizmeisterinnen in einer Mannschaft gegen 2 bekannte Schauspieler, Bildschirm gegen Bühne. Und danach erleben Sie 2 Sportmoderatoren und wir haben dann dabei, die kommen sogar als Erste, 2 Schlagersänger, die Schlager mit Humor verkaufen können, Boogie gegen Bericht. Wie immer dabei, selbstverständlich Spiel für 2, diesmal im Mittelpunkt Haus Habsburg, Fragenlotto, Dalli Klick, die Szenen und Solisten für die musikalische Seite unseres Programms. Beginnen wir, indem ich Ihnen unsere Jury vorstelle. Und da haben wir ja immer dabei, wir sind ja wie eine Familie, unsere Wiener Kollegin Brigitte Zander. Einen schönen Abend und grüß Gott. Und ebenfalls von Anfang an dabei unsere Mainzer Kollegin, sie lächelt viel, wir nennen sie die Mainzer Mona Lisa, Medi Riehl. Und wir sind ja schon sehr lange zusammen und wir wollen auch noch lange zusammen bleiben, aber dennoch, wir sorgen schon für Nachwuchs. Ich will Ihnen mal nun den jungen Mann vorstellen, der bei Kinder Dalli Dalli die Rolle des Sprechers der Jury hatte. Es ist Peter Sauer. Guten Abend, liebe Zuschauer. Peter, hat es dir denn Spaß gemacht da? Oh doch, es macht schon Spaß. Bloß es ist schwer, Sie da und wann aufs Glatteis zu führen. Naja, manchmal ist es dir doch gelungen, kann man doch nicht sagen. Ja, das ist Großenteil? Ja? Sie haben noch was vergessen. Was habe ich vergessen? Spitze zu üben. Nein, das wollte ich später machen. Aber mach du das mal. Mach du mal Spitze. Okay, also, liebes Publikum, ich erkläre Ihnen das. Ich zähle bis 3. Dann müssen Sie den Knopf drücken. Dann drücken Sie den Knopf. Und dann wollen wir mal sehen, ob es geht. Wir wollen mal sehen, ob es geht. Also. 1, 2, 3. Und Sie waren alle der Meinung, das ist... Na, sehr gut. Ich gratuliere dir. Hast du fein gemacht. Wunderbar. Ja, Sie sehen, das ist der Peter. Rosenthal. Ja? Ich muss ihn nochmal unterbrechen. Was willst du denn jetzt noch? Wissen Sie, warum die Ostfriesen am Abend nach der Hochzeit die Tür aushängen? Die Ostfriesen die Tür aushängen? Weshalb? Damit keiner durch das Schlüsselloch gucken kann. Also, er hat schon Erfahrung. Er macht das ganz gut. Jetzt wollen wir aber beginnen, ja? Ich habe nur eine Frage, wo ist eigentlich der Ecki? Na, den sollst du jetzt rufen. Ruf ihn doch mal. Und ich begrüße jetzt meinen Vorgänger Eckehard Fritsch. Vorgänger? Ecki, ist nett, dass Sie kommen, aber wen haben Sie mitgebracht? Ist es Ihr Sohn? Nein, die Sache ist ernster, Herr Rosenthal. Es ist sehr erfreulich, dass Sie dem Nachwuchs eine Chance geben, aber... Sehr glücklich bin ich darüber, dass mein Nachfolger die gleiche gewisse schlanke Eleganz besitzt. Da ich aber keine halben Sachen liebe, darf ich Sie hiermit mit meinem Freund bekannt machen. Das ist Klaus, Ihr Nachfolger. Oh! Klaus, wie heißt du denn weiter?
Klaus Tauber. Klaus Tauber. Und wo kommst du her? Aus Ismaning. Ismaning, müssen wir erklären. Hier ist München, da kommt Unterföhring, da befinden wir uns und dann kommt Ismaning. Was willst du denn später einmal werden? Vielleicht Quizmaster. Ja, so, das würde dir Spaß machen, hier vorne zu stehen. Pass auf, ich habe jetzt zwei Damen anzusagen. Willst du mal so die ersten Sätze übernehmen? Probier's mal. Guckst du da rein, das ist die Kamera dann und dann los. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt zwei charmante und schöne Damen vorstellen. Die Männer können sich freuen, denn es ist was fürs Auge. Herr Rosenthal, machen Sie lieber weiter. Soll ich weitermachen? Ja. Gut, danke schön. Ja. Diese beiden Damen sind Quizmeisterinnen. Die eine hat eine Serie Spaß mit Musik in Deutschland und in Österreich. Und die andere leitet eine Quizserie, die heißt Risiko in Österreich. In Deutschland kennen wir die gleiche Sendung unter dem Titel Der große Preis. Guten Abend, sagen wir nun zu Elfie von Kalkreuth und Eva-Maria Lavant. Und hier darf ich auch noch jemanden vorstellen. Das ist Monika. Ja, muss noch etwas sagen. Sie war genau bis 17.08 Uhr heute ein Nervenbündel. Ihr Mann ist ja Trainer beim VfB Stuttgart und wenn die heute verloren hätten, wären sie möglicherweise ganz, ganz hinten. Sie haben gewonnen. Eine glückliche Frau. So zittert sie mit ihrem Mann. So. Elfi, zunächst, Sie sind Ansagerin beim ZDF, genau wie Mehdi Riehl. Und Mehdi, Daumen drücken, ja oder nein? Natürlich drücke ich Elfi die Daumen. Ja, aber ganz objektiv bleiben. Ganz neutral. Dann sagen Sie das Sonntagskonzert an, sind Quizmeisterin. Macht es Ihnen viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten? Sehr viel. Ja, und ich möchte mal so sagen, erkennen Sie auch die Männer an, wenn Sie mit ihnen sagen, ach, das ist eine Frau, können wir, oder wie ist das da? Ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass da große Unterschiede gemacht werden. Ich glaube, dass man als Quizmaster oder als Quizmiss, wie es in Holland so schön für die weibliche Form heißt. Quizmiss? Quizmiss. Muss ich mir merken. Niedlich, ne? Ja, richtig hübsch. Dass man da eine Art Gastgeberfunktion hat. Ja. Und ob das jetzt ein männlicher Gastgeber ist oder eine Gastgeberin, eigentlich die Rolle ist nicht an ein bestimmtes Geschlecht gebunden. Das ist eine sehr gute Antwort. Und nun muss ich Ihnen etwas erzählen. Sie sind Karatekämpferin. Nein, nein, Aikido. Aikido. Eine viel sanftere Form. Und das ist eine reine Selbstverteidigung. Also wenn ich Sie angreifen würde, dann könnte... Dann würde ich Ihnen das nicht glauben. Ich wollte mir einige Griffe vorführen lassen, aber dann lassen wir es dabei. Eva, Sie sind der Wim Tölke von Österreich. Sie hat die gleiche Sendung? So ungefähr, ja. Aber Sie haben noch eine andere Sendung in Belgien, denn Sie leben in Belgien. Ich lebe in Belgien und ich habe dort fürs belgische Fernsehen eine monatliche Musiksendung, leichte klassische Musik am Sonntagabend. Und Ihr Mann ist Belgier? Ja, ja, ein Waschechter. Sprechen Sie nun also zu Hause Flämisch? Wenn Sie die Sendung, ist die Flämisch oder Französisch? Die ist Flämisch, aber Französisch kommt auch mal drin vor. Aber wir sprechen zu Hause Deutsch. Deutsch. Das war nämlich der Grund, warum mein Mann mich heiraten wollte. Er wollte Deutsch lernen. Das ist eine ganz neue Methode, um zur Hochzeit zu gehen. Nur wenn man Deutsch lernen wollte, hat er sie geheiratet. Naja, zumindest hat er das behauptet. Ah, wo haben Sie ihn denn kennengelernt? In Belgien. Naja, das habe ich mir schon gedacht jetzt, aber Bruder. Ich war in ganz offizieller Mission eigentlich in Belgien. Ich war eine Hostess auf der Weltausstellung. Und mein Mann hat dort gearbeitet als Direktor der Auslandsabteilung, etc., etc. Und jetzt spricht er perfekt Deutsch? Ja, 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 ja. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Er wird sicherlich zuschauen. Drei Aufgaben. Darf ich Sie bitten, dort Platz zu nehmen? Es geht gegen zwei Bühnenkünstler und Ihnen sind die Spielregeln sicherlich bekannt. Es wird multipliziert. Auf jede Frage gibt es ja viele Antworten. Und wer die höhere Punktzahl hat, der kommt dann ins Finale. Und jeder Punkt ist später eine Mark wert, beziehungsweise 7 Schilling. Wir rechnen ja für Österreich selbstverständlich um. Wir wissen, Sie beide haben einen guten Schlaf. Sagen Sie uns bitte, meine Damen, wovon träumen Sie? 15 Sekunden, Sie beginnen. Dalli, Dalli. Kaninchen. Wellensittiche. Mäuse. Sterne. Sportler. Pflaumenmus. Männer ganz allgemein. Oh. Schwiegermutter. Fernsehen. Männer allgemein. Sie sehen ja Männer, Männer, Männer. Ja, ganze ja. Kundgebung. So wie es gibt ja Träume, die sind sehr gefährlich.
Ich habe einmal geträumt, ich bin ein Pferd und fresse Gras. Und als ich aufwachte, war die Matratze weg. Neben 9 Antworten. Alle sind richtig. Gut, alle 9 können gegeben. Und jetzt alles mal 9. Stellen Sie sich vor, bei Ihnen zu Hause ist etwas kaputt gegangen oder kaputt, wie man sagt, oder in zwei gegangen. Und Sie sagen jetzt, und dafür geben wir 30 Sekunden, den Gegenstand oder was kaputt gegangen ist. Und Sie sagen, wen Sie holen, damit das wieder in Ordnung gebracht wird. Und nach 15 Sekunden des Wechsels, dann sagen Sie das. Achtung. Dalli, Dalli. Tischbein. Tischler. Schreibmaschine. Elektriker. Eiskasten. Bruder. Waschmaschine. Nachbar. Gartenzaun. Ehemann. Die Tischlampe. Meine Freundin. Jetzt Sie. Rock. Schwester. Lampe. Schwiegermutter. Fußboden. Fliesenleger. Topf. Köchin. Ich hatte gedacht, es kommt Handwerk, aber Sie haben eine nette Familie, die repariert alles. Hilfsbereit. Das ist sehr praktisch und da können wir alle 10 Punkte geben. Alle 10 Punkte werden gegeben, 10 mal 9, 90. Und nun alles mal 90 und wenn Sie mir jetzt folgen wollen, Sie sollen Ringe werfen. Sie kennen das möglicherweise vom Rummel oder von der Kirmes, Kirchweih. Wir haben es ein bisschen anders gemacht. Es ist da nicht zu gewinnen und kein Viereck zu überschmeißen, sondern hier haben wir zum Beispiel die Freiheitsstatue, Berliner Funkturm, Siegessäule, eine Rakete, schiefe Turm von Pisa, sogar eine Giraffe ist dabei, die passt gar nicht im Verhältnis dazu, aber ist ja auch so schmal und lang. Und wenn Sie so weit kommen, dass es drüber fällt, dann leuchtet hier ein Licht auf und das bedeutet Doppelpunkt. Hier sind Ringe, so viel Sie werfen können in einer Minute, 2 mal 30 Sekunden. Wollen Sie beginnen, Elfi? Schön auseinanderhalten und wenn Sie zureichen wollen, dann ist das leicht und dann Sie die zweiten 30 Sekunden. Das ist die Linie, die darf nicht überschritten werden. Achtung, mal 90 alles. Dalli, Dalli. Ja. Noch 13 Sekunden und dann ist Wechsel. Gut. Ringe, Ringe, Ringe. Sie können auch mehrere auf einem, wie Sie wollen. Wechsel, jetzt sind Sie dran. Also kommt noch ein Punkt dazu und wir können gleich zählen. Das sind immer, da ja nur ein Ring überall drauf ist, kann ich immer gleich hier losfahren. Das sind immer 2 Punkte. 2, 4, 6, 8, 10 und Spitze sind 11. 11 mal 90. Sie haben 990 Punkte. Das ist Ihre Leistung. Bildschirm, warten wir mal ab, ob diese Punktzahl reicht, um damit ins Finale zu gelangen. Zur Bühne. Und da warten wir eine Schauspielerin, die mit einem Volksstück, das heißt, das Geld liegt auf der Bank, stand sie 830 Mal auf der Bühne, auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Wir kennen sie auch vom Fernsehen. Er ist auch beim Fernsehen, Österreicher, geborener, gebürtiger Berliner und ist in Wien fest am Theater in der Josefstadt. Wir erwarten nun Liane Hilscher und Kurt Heintl. Frau Hilscher, ich habe schon ein bisschen erzählt, Volksstücke, Sie haben aber auch ernste Stücke gespielt. Ja. Jetzt sind Sie in einer neuen Serie bald zu sehen, MS Franziska von Hans-Oskar Wuttig. Derselbe Autor hat Forellenhof, Alle meine Tiere, man nimmt ja an. Salto Mortale geschrieben, es wird eine große Serie. Ja. Spielen Sie mit, Hauptrolle hat Paul Dahlke und ich bin seine Schwiegertochter. Und dann PS sind Sie auch zu sehen. Bleibt da noch Zeit fürs Theater selbst? Ja, natürlich. Ich richte es mir eigentlich immer so ein, dass ich die Hälfte des Jahres Fernsehen mache. Mhm. Filmwirtschaft haben wir ja leider keine sehr intakte. Und mache ein halbes Jahr Theater. Ich gehe
Ende des Jahres mit der Elisabeth in der Maria Stuart auf Gastspielreise und nächstes Jahr mit Sartre, Teufel und der liebe Gott. Gemeinsam also, mit meinem Mann, weil wir sonst zu viel müssen wir auch noch sagen, Mann, wer es ist, denn viele werden fragen. Ja, das ist Gerd Günther Hoffmann. Ja, wir wollen das nur erklären. Er macht auch sehr, sehr viel, auch synchron sehr, sehr viel. Hielscher heißen Sie. Nun werden viele fragen, das müsste man ja mal sagen, sind Sie mit Margot Hielscher verwandt? Nein, ich werde immer wieder gefragt und es wird mir auch immer wieder unterstellt, aber es stimmt nicht, wir sind weder verwandt noch verschwägert, so heißt es ja immer. Und dann weiß ich, Sie waren früher mal Chefsekretärin in einem großen Betrieb. Chefsekretärin kann ich nicht sagen, ich war Sekretärin und bin in der Chefetage gelandet. Das heißt Chefsekretärin. Und Sie können auch richtig tippen. Ja, es ist 16 Jahre her, ich hoffe, ich kann noch was davon. Ich habe mir eine Schreibmaschine besorgt. Würden Sie sich mal daran setzen? Ich diktiere Ihnen gleich mal einen Text. Inzwischen kann ich mich mit Ihnen unterhalten. Bitte, ja. Herr Heindl, Sie sind gebürtiger Berliner. Nein, Sie ehrlich, ich bin gebürtiger Wiener. Aber ich habe mein Leben immer zwischen Berlin und Wien eigentlich erlebt. Ich habe in Berlin mein Abitur gemacht, aber schon die erste Tanzstunde war in Wien. Und so ging es dann hin und wieder, immer wieder zurück nach Wien und wieder nach Berlin. Können Sie noch Berliner? Ich kann schon noch, ja, wenn ich will. Aber hören Sie mal, das können Sie von mir nicht machen. Also das kann man doch absolut nicht. Hören Sie mal, nee, das mochte er einfach nicht. Das konnte er nicht leiden, konnte er einfach nicht haben. Ja, mochte schon mir einfach nicht. Also ein bisschen ist da österreichisch-Berliner drin. Wir haben ja in Berlin einen Bund der Österreicher. Ja, da. Ja. Was machen Sie zurzeit? Naja, ich bin kurz nach den Salzburger Festspielen und nach einer Fernsehproduktion in diesen schönen Hallen und bin vor einer Deutschland-Tournee mit Schillers Parasit, eine sehr amüsante Komödie über Karrieremacher und Postenjäger. Eine sehr aktuelle und zeitnahe Sache. Kann man sagen. Kann man sagen, ja. Sie spielen gegen zwei Quizmeisterinnen. Ja. Ist das, um den Titel einer anderen Sendung zu nehmen, für Sie ein Risiko? Ja, ich habe immer schon gedacht, wieso ist eigentlich die Quizmasterin eine Domäne der Herren? Gibt es da keine zweibeinigen Quizerinnen? Hätten Sie vielleicht auch gerne eine Dame? Ja, wäre doch mal ganz was anderes. Gut, ich werde mir gleich was einfallen lassen. Ja. Monika, lies mal die erste Frage durch, so darfst du sie stellen. Aber hier werden wir jetzt irgendwas, ja? Sehr geehrter Herr Heindl. Die Maschine ist zu langsam. Ist ja auch eine kleine Reiseschreibmaschine. Sehr schön. Sie kriegen jetzt eine Dame und Sie werden sehen, was Sie davon haben. Nichts geworden. Na doch, ist doch schön. Ist eine Reiseschreibmaschine. Wir dachten, ich dachte auch, es kommt eine größere. Aber man merkt, dass Sie schreiben können. Wenn ich mal also irgendwas habe, darf ich bei Ihnen vorbeikommen? Also die Briefe würde ich nicht versenden. Gut. 990 Punkte, wenn Sie dort Platz nehmen. Und Monika, erste Frage, damit Herr Heindl mal merkt, wer eine Quizmeisterin die Fragen stellt. Ich gehe da 15. auf 15 drücken. Moment. Sekunde. 15? Ja, gut. Die erste Frage. Wir wissen, Sie schlafen gern. Wovon träumen Sie? Sie beginnen, 15 Sekunden Zeit. Dalli, Dalli. Vom Essen. Von dem Lottogewinn. Vom Strand. Von einer schönen Dame. Von Palmen. Von einem Urlaub. Vom Sand. Von einem großen Bankkonto. Dass ich wunderschön bin. Dass man immer schön gesund bleibt. Ja. Na, wie viel? Alle 10 geben wir. Alle 10, ja. Ich merke, sie ist ganz froh, wenn ich wieder hinkomme. 10. Du hast aber gut gemacht, die Monika. 10. Jetzt alles mal 10. Stellen Sie sich vor, bei Ihnen zu Hause ist etwas entzwei gegangen. Sie sollen sagen, was ist kaputt gegangen. Und Sie sagen, wen holen Sie zur Reparatur oder wer soll das in Ordnung bringen. Nach 15 Sekunden ist Wechsel. Wir geben insgesamt 30 Sekunden. Ja? Mhm. Achtung, es geht los. Dalli, Dalli. Die Badewanne. Der Klempner. Und der Teppich hat Flecke? Die Reinigung. Das Licht geht aus? Der Elektriker. Der Wasserhahn tropft? Der Klempner. Es ist Gasgeruch in der Wohnung? Installateur. Jetzt sagen Sie? Der Schrank ist kaputt. Der Tischler kommt? Die Daunen müssen gereinigt werden. Eine Bettzeugfirma wird alarmiert? Oh Gott. Der Kochtopf hat ein Loch. Jetzt wird es schwierig. Ja, Sie alarmieren. Die Spätzeugfirma wird alarmiert. Es ist aber sehr wohltuend zu hören, dass man Fachleute bestellt. Man sollte die Familie nicht beschäftigen. Bei uns hat Opa immer alles repariert. Er hat den Fernseher ganz machen wollen. Seit der Zeit läuft das dritte Fernsehprogramm in der Waschmaschine und aus dem Telefonhörer kommt heißes Wasser. Also, wie viel haben wir? Ich sag, kein einziger Gegenstand doppelt war, alle 8. Alle 8? 10 mal 8, 80. Und nun dürfen Sie auch Ringe werfen. Kommen Sie bitte mit. Ja, Sie kennen das sicherlich, haben Sie schon mal auf dem Rummelplatz gesehen. Man muss so rüberwerfen. Wenn Sie hier rüberkommen, wir haben hier Figuren und es leuchtet das Licht auf, so dass es richtig drüber sitzt, gibt es 2 Punkte. Sie können aber auch mehrere raufwerfen. 2 mal 30 Sekunden. Sie können die Ringe auch zureichen. So viel Sie werfen können, so viel
Punkte. Wollen Sie beginnen? Darf jeder zusammen? Nein, nacheinander. Aber Sie können ihr die Ringe zureichen, wenn sie fertig ist. Alles verstanden? Hier ist die Linie, die darf nicht überschritten werden. Mal 80. Bin sehr gespannt. Bei den anderen war es an dieser Stelle mal 90. Dalli, Dalli. Bitte nicht übertreten, ist ja zu zweit, aber sehr gut. Weiß mal, waren Sie mal beim Zirkus? Weiter. Nein, Sie, Herr Heitel. Sie nicht, Sie müssen noch die 10 Sekunden nachholen. Sie dürfen die Ringe zureichen, das habe ich gestanden. Weiter. Er muss weiter noch. Sieh die letzten 10 Sekunden. So, Wechsel, jetzt werfen Sie, Stopp, damit es genau gleich ist, sonst könnte ich ärgern. Aus, Stopp. Aber gut. Als Frau hervorragend. Sie können schon wieder Platz nehmen. Und auch hier geht das nicht. Sie sind der Meinung, das war... Ja, wollen wir mal das Ganze uns anschauen, wie viel wir da haben. Die Herrschaften haben die Seite völlig liegen lassen, da ist gar nichts. Sie haben sich hier konzentriert, also es gibt 2 Zusatzpunkte und die Spitze, das sind 1, 2, 3. Und dann haben wir hier 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mal 80 haben wir 990. Ich glaube, wir haben einen Punkt zu viel gegeben. Würden Sie noch einmal mitzählen? 1, 2, 3, 4. Na, dann stimmt es. 4, da war der Zusatzpunkt schon bei. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Richtig, die Jury ist ja dafür da. Wunderbar. 13 mal... 1040. 1040, das ist ein ganz knappes Ergebnis. 990 für Sie. Damit um den dritten Platz. Bühne 1040 Punkte, Sie sind im Endspiel. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, die Ehe an sich als solches ist ja in den letzten Jahren sehr ins Gespräch gekommen. Da gibt es Leute, die sagen, nur Ehe auf Zeit. Andere wollen wieder das Standesamt ganz abschaffen. Wieder andere reden nur vom Scheidungsrecht. Wie viel kriegt man da, wie viel kriegt man dort? Aber wissen Sie, vom Zusammenbleiberecht, da spricht niemand. Und wir wollen Ihnen nun einen Schauspieler vorstellen, der sich darüber Gedanken gemacht hat. Das ist Klaus Wildbolz. Sie kennen ihn vom Fernsehen, er steht auf der Bühne, lebt jetzt in der Schweiz, hat in Deutschland eine Serie Schnickschnack. Er ist morgen Abend im Tatort zu sehen, in Deutschland wie in Österreich. Und wir erleben ihn jetzt als Ehemann. Viel Spaß mit Klaus Wildbolz. Die Ehe ist hin und ihr Ruf hat gelitten. Man fährt soziologisch mit ihr kräftig Schlitten. Die Trauung ist meist nur das Vorspiel zur Scheidung. Man wechselt den Partner, naja, wie die Kleidung. Na, ist es nicht so? Na, ist es nicht so? Die Zweierbeziehung geht heut vor die Hunde. Der Anwalt ist meistens der Dritte im Bunde. Die Partnerschaft wird schon nach kurzem zum Zwang. Das Leben ist wohl für die Ehe zu lang. Ja, soweit dieser Vorspruch. Doch nun kommt das Schlimme. Ich gestehe Ihnen, doch mir versagt fast die Stimme, dass ich meine Heirat noch heut nicht bereue. Ich bin wohl verrückt, doch ich nehme nie eine neue und stehe vermutlich mit der Ansicht fast allein. Ich find's noch immer schön, verheiratet zu sein. In Witzen spricht man meistens nur von seiner Alten. Nein, von dieser Bezeichnung kann ich gar nichts halten. Ja, das Altern trägt bei zu den Scheidungsrekorden. Meine Frau ist kaum älter, doch schöner geworden. Ja, glauben Sie mir. Ja, glauben Sie mir. Ich sehe sie an und ich denke versonnen. Sie hat nur an Charme und an Reizen gewonnen.
wir sehen uns nicht satt, nein, wir sehen uns stets neu und sind uns seit 9 Jahren fast immer treu. Treff ich mal ein Mädchen, ich kann sie erzählen, sie wird mich durchaus nicht mit Vorwürfen quälen. Und war da mal etwas auf irgendeiner Reise, dann sagt sie kaum etwas und lächelt nur leise. Verzeiht mir weise und auch weiblich schlau, es ist mir peinlich, doch ich liebe meine Frau. Natürlich gab's Krisen, wir sind überwunden. Wir haben uns immer noch wieder gefunden. Zum Glück kommt ja doch nach dem Krach die Versöhnung. Und diese Versöhnung ist immer die Krönung. Na, das kennen Sie doch. Das kennen Sie doch? Man ist dann sehr zärtlich und sagt sich was Nettes. Umarmt sich im Schutz des versöhnenden Bettes. Dabei werden Herz und auch Körper nicht kalt. Ich werde so gern mit der eigenen Frau alt. Wir wissen ja meist, was wir sagen und denken, wie wir reagieren und was wir uns schenken. Man weiß, wie des anderen Hand oder Haut ist. Ich mag das Gesicht, das mir lange vertraut ist. Lass ich mich scheiden, weiß ich eines schon ganz genau. Nur meine erste Frau wird meine zweite Frau. Klaus Wildholz. Nun, diese Meinung mag nicht in sein heutzutage, aber es ist auch irgendwie meine Meinung. Und das Chanson wurde begleitet von der Götz-Wendland-Kombo. Komponiert wurde es von unserem musikalischen Leiter Heinrich Riedmüller. Text Horst Pillau. Zweite Runde, Boogie gegen Bericht. Und wir begrüßen jetzt zwei musikalische Stimmungsmacher. Der eine kommt aus Baden-Baden, der andere aus Berlin. Ich glaube, Sie werden sich jetzt freuen. Beide wollen hier so richtig auf die Pauke hauen. Wir erwarten Toni Marschall und Frank Zander. Ich habe ein Lied gespielt, ich könnte jetzt auch noch sagen, damit es gerecht ist, Susi, nicht wahr? Er ist ja sein großer Schlager. Sie haben aber auch gesungen, Schöne Maid, hast du heute für mich Zeit? Ja, vor 5 Jahren. Aber Sie haben ja eine größere Familie. Ja, eine Frau und 3 Kinder. Und die ist damit einverstanden, wenn Sie sowas singen? Natürlich, das war immer eine kleine, liebe, nette Geste meiner Frau gegenüber. Und meinen Söhnen, wenn Sie so wollen, und meiner Tochter. Gucken die Söhne heute zu? Ich nehme doch an, hallo. Hallo. Und die sind der Meinung, der Vati wird die Sache gut machen. Ich bin überzeugt davon, ja. Sie haben ja nicht immer Schlager gesungen. Soviel ich weiß, haben Sie Operngesang studiert. Ich habe Operngesang studiert und später 4 Jahre Chanson gesungen. Dann kam erst die Schöne Maid. Liegt alles schon viele Jahre zurück. Und Sie studieren jetzt auch, das las ich in irgendeiner Zeitung, nebenbei so ein bisschen Mozart. Ich befasse mich mit der Rolle des Papageno und werde irgendwann in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht, ich hoffe es, dass irgendeine Intendanz an einer deutschen Opernbühne mich engagieren wird als Papageno. Na, dann würde ich ja Folgendes sagen. Dazu was für die Fans von Toni Marschall. Wir hören jetzt Toni Marschall etwas Mozart. Gehen Sie mal rüber, ich komme dann. Das wollen wir mal probieren. Er klingt sich ein. Frank, Sie sind der Urenkel von Frankenstein. Ja, manchmal. Und dann kommen Sie auch so raus. Ich habe Sie mal in einem Auftritt erlebt. Da kommt dann Rauch und Quellen und Lichteffekte. Ist das nicht alles sehr aufwendig? Ja, manchmal. Ich meine, ewig den Nebel mit mir rumzuschleppen. Aber es macht viel Spaß. Aber Spaß dran. Es ist überhaupt, Sie sehen so normal aus. Und wenn man Sie so sieht, da rauskommen, denkt man, Donnerwetter, wo hat der denn die Stimme her? Ja, das ist oft so. Also, sagen Sie mal irgendwas, Sie sehen so furchtbar normal aus, dann muss ich dann, ja, das ist der. Und dann ist eigentlich immer... Und dann, das schadet nicht den Stimmbändern, wenn man so... Nee, ich habe damals mal meine Stimme verloren und seitdem ging's bergauf. Ach so. Ja, dann, Susi ist einer Ihrer Schlager, wo immer so Geräusche kommen statt Wörter. Susi, ja. Und oft, dann, ja? Oft verboten, nie erreicht.
Also das muss ich jetzt noch ansagen, das wissen Sie, Herrschaft, nicht, warum wir lachen. Einige Sender spielen den Schlager nicht. Und dann haben Sie, ich trinke auf dein Wohl, Marie. Das ist übrigens meine Lieblingsrolle. Die hat sich auch ein bisschen auf die Leber gelegt. Aua, jetzt bin ich wieder voll da, nur noch Himbeersaft. Manchmal. Und dann haben Sie eine eigene Fernsehserie jetzt. Ihre Frau ist Ihre Managerin. Ist Frankenstein ganz fest an der Angel? Ja, naja, ich hoffe. Ne? Gut, gehen Sie jetzt schon dahin. Wir wollen jetzt für die Fans etwas bieten. Wir hören Toni Marshall mit Mozart. Bitte sehr. Wollen wir mal sehen. Danke sehr. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. Oh, so ein sanftes Täubchen wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Oh, gut! Toni? Möglicherweise, hier müssen Sie sitzen. Dorthin? Dort müssen Sie sitzen. Ja, hier vorn. Möglicherweise haben wir heute, Toni, ein paar Opernfans gewonnen. Die sagen, jetzt gehen wir doch mal dahin, wenn der Toni Marshall sogar Opern singt. Frage 1. Durch diesen Sommer sind viele Leute, vielleicht auch Sie, auf neue Ideen gekommen. Was kann man alles machen, wenn es draußen regnet? Sie beginnen. Dalli, Dalli. Zu Hause bleiben. Briefmarken sammeln. Lesen. Schlafen. Schreiben. Lieben. Familie befassen. Öfter lieben. Kochen. Brutzeln. Ja, im Regen gehen. Aber das ist kein Punkt. Das kann man nicht gehen. Man könnte sich auch sein Geld betrachten. Wer einmal die Schönheit eines unscheinbaren 1000-Markscheins entdeckt hat, wird aus dem Staunen kaum noch herauskommen. Das können aber nur Sie. Medi, wie viele Punkte haben wir? Wir geben alle. Alle 11 und auch das Doppelte da. Ja, es bleibt nichts anderes übrig. Gut, dann bitte, wenn Medi das sagt, alles jetzt mal 11. Und jetzt bin ich sehr gespannt, meine Herren, was Sie antworten. Und wir geben, da nicht nur ein Wort folgen kann, sondern zwei. Man muss da etwas schildern so ein bisschen. Welche Gedanken verbinden Sie mit einem Kosmetiksalon? 20 Sekunden Zeit. Sie beginnen. Dalli, Dalli. Feuchte Lippen. Schönheit. Rouge. Cremes. Augen. Die Dame Augen genügt mir nicht. Glänzende Augen. Gut. Verkäuferin. Lange Fingernägel. Kosmetikerin. Riechende Fingernägel. Nagellack. Es muss mehr sein als nur Nagellack. Das kann man so. Auch kaufen. Ach so, ja. Ich ja. Das dran. Rote Wangen. Ladentisch. Rote Ohren. Kassi. Ich wollte ein bisschen mehr hören, aber es war nicht zu machen. Was sagt Brigitte? Naja, wir überlegen, sollen wir ein paar abziehen oder nicht? Na, ich würde sagen, ich habe ja gestört und dadurch habe ich unterbrochen. Ich dachte, dass diese Zeit... Ja, dann können wir nichts abziehen, weil Sie gestört haben. Gott sei Dank. Ja, ja. Ja, gut. Ein Salomon, dann geben wir 15, nicht? 15 werden gegeben. 11 mal 15, 165. Und nun, stellen Sie sich vor, kommen Sie bitte mit. Sie können sich hier schon anziehen. Sie wären bei der Feuerwehr. Sie sollen einen kleinen Zimmerbrand löschen. Ach, jetzt sieht das Jacketten aus. Sie können es aber auch drüber ziehen. Na gut, lassen Sie sich Zeit, aber vielleicht passen Sie auf, damit ich inzwischen schon erklären kann, was Sie machen sollen. Da oben ist eine Öffnung, dort muss Wasser hinein, aber wir haben keinen Hydranten. Und so viel Wasser hier hineinkommt, da scheint sich einiges abzuspielen, wir werden es gleich sehen. Dieses Wasser, was dort hineinkommt, sagen Sie mal, Sie sehen ja aus. Ja. Ein Spiel der Berliner Feuerwehr. Ja, ich sehe das jetzt. Hat es verkehrt rum. Ja, das ist eine Modenschau. Feuerwehrleute von vorn, Feuerwehrmann von hinten, Gesicht nach vorn. Ja, Modenschau. So, Moment, jetzt müssen Sie hier aufpassen. Da also das Wasser rein, damit Sie keine Punkte verlieren. Das Wasser, was dort hineinkommt, kommt hier wieder heraus und wir sehen an diesem Ball, wie viele Punkte Sie haben. Und hier zeige ich Ihnen noch, das ist zwar nicht von der Feuerwehr, das haben wir uns woanders hergeholt. Hier müssen Sie ziehen, Wasser füllen, so kommt es hinein und dann müssen Sie... Das kann ich da nicht reinmachen, das zeige ich Ihnen hier. So das Wasser da reingeben. Eine Minute lang oben rein. Beide zusammen. Sie dürfen schon füllen. Können Sie schon dahinstellen. Das erlauben wir. Ziehen können Sie schon. Füllen können Sie schon. Sie sehen göttlich aus, Sie beide. Achtung. Also, Sie können schon hier rankommen. Ja. Dalli, Dalli. Thank you.
Sie schon. Ich gehe ein bisschen weiter zurück. Die löschen alles, was ringsherum ist, mit. Noch 16 Sekunden. Aufpassen, nicht fallen! Halt! Halt! Genug, genug! Es reicht! Es reicht! Wir ziehen euch hier rein. Sie nehmen bitte Platz. Hier geht das nicht. Sie sind der Meinung, diese beiden Feuerwehrmänner, die sind... Ja, oder Spritze sind sie. Wir haben hier, wollen wir mal schauen, das kann man ja ganz schnell werten, 14 Punkte. Dazu kommt die Spitze oder Spritze, sind 15. Ja. 15 mal 165, Brigitte. 2475. 2475 Punkte. Bitte nehmen Sie Platz. Ganz toll. Hier, hier muss ich noch... Hier vorne müssen wir es noch machen. Ja, wenn wir da noch... Ich möchte diese Dame vorstellen. Sie ist die Perle hier bei uns. Sie macht das ganz schnell in Ordnung. Ein Sonderapplaus für sie. Ja, schön. Und nun zur Mannschaft Bericht. Und da begrüßen wir unter diesem Titel zwei Moderatoren, die Sportexperten sind. Die österreichischen Freunde schickten uns ein Ass ihrer Sportredaktion. Und in Deutschland begrüßen wir jetzt sogar den Sportchef des ZDF. Blende auf für Dr. Sigmund Bergmann und Hans-Joachim Friedrichs. Lieber Dr. Bergmann, Sie haben einen Doktortitel, der aber gar nichts mit Sport zu tun hat. Nein, er hat nichts mit Sport zu tun. Ich habe ursprünglich Geschichte studiert. Welches war denn das Thema Ihrer Doktorarbeit? Die Religionspolitik Ferdinands des Ersten. Die Religionspolitik Ferdinand des Ersten. Hat er richtige Politik getrieben? Ja, das war Reformationszeit und da hat die Politik und Religion ziemlich ineinander gespielt. Jetzt sind Sie beim Sport, betreuen mehrere Serien. Die Österreicher sind ja sehr sportbegeistert. Ja, sehr. Sagen Sie mir mal, woher kommt es, dass also im Fußball klappt es nicht so, Europapokal, wir wünschen es alle, im Länderpokal, vielleicht in 14 Tagen gegen die DDR, ein sehr schweres Spiel, falls Sie es schaffen. Ach ja, da gibt es ja so tausende Theorien. Ich glaube fast, dass die eine stimmt, dass wir Österreicher, naja, den Schweiß nicht so sehr lieben, dass wir uns vielleicht nicht ganz so sehr plagen. Aber ich glaube, gegen die DDR... Geht's dann aufwärts? Na, da werden wir alle ja... Was meinen Sie, geht's da aufwärts? Sie kommen? Geht aufwärts. Gut, aufwärts. Und nun noch etwas. Das war, also es gibt so Sendungen, da gibt es Zufälle, da sagt man, das gibt's eigentlich gar nicht. Herr Dr. Bergmann hat ebenfalls, und er ist schon fertig, wie Toni Marshall, ein Gesangsstudium absolviert. Sie sind Opernsänger auch? Ja, das war eine meiner zahlreichen Stationen. Was ist Stimmlage? War Bass, Bariton. Der Toni Marshall hat uns was vorgesungen. Es wäre nett, wenn Sie als Sportreporter uns nun auch etwas aus einer Oper vorsehen. Gehen Sie mal rüber, der Heinrich kann mit Ihnen schon was festlegen. Gut. Ja, und inzwischen wollen wir uns beide unterhalten, Hans-Joachim Friedrichs. Man liest in den Gazetten, Sie waren ja mal in der politischen Reportage, in der Moderation, dass Sie möglicherweise vom Sport wieder in die Politik gehen. Ist da was Wahres dran? Es ist möglich, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Ich fühle mich ganz wohl in der Beschäftigung, die ich habe. Dann gibt es große Diskussionen. Sport, das aktuelle Sportstudio hat ja Musik, Bands, Orchester sind dazwischen. Und manche sagen, nein, wir wollen nur Sport. Was macht da so viel Musik? Wie sieht es damit aus? Was sagt der Sportchef? Von Fall zu Fall werden wir auch in Zukunft mal Musik machen im Studio. Aber dann muss es einen Rahmen geben, in den die Musik hineinpasst. Und wenn wir den Rahmen nicht haben, dann lassen wir es sein. Heute dann, lassen wir es sein. Heute, da wollte ich auch gleich fragen, ist nicht für Österreich, aber in Deutschland kommt direkt nach unserer Sendung, mit einem kurzen Übergang, aktuelles Sportstudio, weil wer wird da kommen? Jürgen Sundermann, dessen Frau wohl im Saal ist. Ja, hier ist Monika da. Und dann die sportlich aktivste Familie der Bundesrepublik, 13 Kinder und ein Elternpaar und eine radfahrende Hebamme. Na, da werden sicherlich einige hier zugucken. Nun, etwas ganz anderes. Hans-Joachim Friedrichs wurde in diesem Jahr zum bestfrisierten Mann Deutschlands gewählt. Wollen Sie sich einmal nur umschauen? Die Damen sagen auch... Sehr schön. Wer hat Sie gewählt?
Das waren zwei Friseure und ein Hufschmied in einem Dorf an der albanisch-griechischen Grenze. Glauben Sie, ich hab's aber so gelesen. Wie lange brauchen Sie denn für Ihre Frisur? 7 Sekunden. Länger nicht? Sie gehen nur so durch? So ist es, mit dem Finger. Und damit sind Sie der bestfrisierte Mann? Zwei Friseure und ein Hufschmied. Ja, also da kann ich nur sagen, Frauen, wer sagen, der hat Haare. Ja, dann setzen Sie sich mal dahin. Wir kommen nun zu einem musikalischen Genuss. Sportass in Österreich, Sportreporter, Sie moderieren. Jetzt Oper, was werden wir hören? Waffenschmied. Bitteschön. Auch ich war ein Jüngling mit lockigem Haar, an Mut wie an Hoffnung, an Reich. Beim Amboss von jeher ein Meister fürwahr, im Fleiße kam keiner mir gleich. Danke, das genügt. Wunderbar. Kommen Sie, es soll geraten werden. Frage 1, es geht gegen 2475 Punkte, das muss ich zuvor sagen. Durch diesen Sommer sind viele Leute, vielleicht auch Sie, auf neue Ideen gekommen. Was kann man alles machen, wenn es draußen regnet? Sie beginnen. Schlafen. Moment. Dalli, Dalli. Schlafen. Singen. Lesen. Lachen. Fernsehen. Blödeln. Bücher schreiben. Nachdenken. Malen. Streiten. Fingernägel schneiden. Stumpfsinn machen. Socken stopfen. Handstehen. Baden. Sie machen eine Menge selbst, baden auch, aber die Haare machen Sie nicht. Das habe ich schon mitbekommen. Selbst. Medi? Ich finde das ja alles ganz gut, aber Stumpfsinn machen, da bin ich etwas hilflos. Also ziehen wir einen ab. Würde ich abziehen. Bleiben 14? Bleiben 14. Alles jetzt mal 14. Meine Herren, welche Gedanken, und da wollen wir mehr als ein Wort hören, wenn möglich zwei vielleicht, weil man das ein bisschen schildern muss, wir geben auch 20 Sekunden, verbinden Sie mit einem Kosmetiksalon? Achtung, Sie beginnen. Dalli, Dalli. Massage. Schminke. Masseuse. Also ein bisschen mehr, ich muss genauso unterbrechen wie bei den anderen, schminken und so. Bitte? Haare entfernen. Fingernägel lackieren. Falten glatt streichen. Haare bürsten. Wimpern zupfen. Ja, Wimpern bürsten, ich glaube, das kann man. Ich habe mehr unterbrochen. Was meint die Jury? Kosmetik ist ja eine Waffe der Frau. Und Tränen sind die zweiten Waffen der Frau. Ein Glück, dass sie nicht beide gleichzeitig einsetzen kann. Brigitte? Wir können jetzt aber 8 Punkte geben. 8 Punkte. 8 mal 14, ist auch sehr schön, sind 112. Alles mal 112, kommen Sie mit mir. Sie sollen Feuerwehrmann spielen. Hoffentlich gehen die Haare dabei nicht kaputt. Sie kriegen einen Helm auf. Sie müssen nicht... Ja, hier sind die Kittel und vielleicht schauen Sie zu, wann ich das Ganze hier erkläre. Wir stellen uns vor, wir haben einen kleinen Zimmerbrand. Hier oben ist die Öffnung, da muss das Wasser hinein. Wir haben keinen Hydranten. Und auf dieser Seite kommt das Wasser dann also hier unten wieder heraus. Und so hoch dieser Ball steigt, so viel Wasser Sie hineinfüllen, so viele Punkte haben Sie. Dann will ich Ihnen das noch einmal hier vorführen. Sie sollen füllen. Hier müssen Sie nach oben ziehen. Nein, das muss ich jetzt ja mit. Würden Sie bitte zu mir kommen? Sie sehen auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Achtung, so ziehen, gucken Sie sich das an. Dann kommt das Wasser hinein. Und dann müssen Sie das Wasser hier so da oben rein loswerden. Jeder darf einmal vorher füllen und dann sich schon hinstellen. Einmal Sie, füllen Sie schon. Und alles mal 112. Sie können schon hier rankommen und dann 60 Sekunden lang, so viel Sie können. Kommen Sie auch näher, Dr. Bergmann. Achtung, Dalli, Dalli. Und vorsichtig, nicht rutschen hier. Schon. Ah, noch 20 Sekunden. Sie
Die Spritzen mit einer Kurve, ist auch was ganz Neues. So. Noch 5 Sekunden. 2, 1. Stopp. Ja, da, das war ja noch drin. Immerhin, wir wollen mal gucken. Sie sind der Meinung, das war spitze. Sie können schon rübergehen, es war spitze und Sie waren wirklich sehr gut. Wir haben hier 15 Punkte, da steht Spritzenmeister, also ausgezeichnet. Sie könnten noch einen anderen Beruf dazu bekommen. Und ein Zusatzpunkt sind 16. Brigitte, 16 mal 112. 1792. Auch sehr, sehr viel. Allerdings spielen Sie um den 3. Platz mit nachher, um die Bronzemedaille mit 1700. Da fehlt die letzte Zahl. 92, glaube ich, war es. Sieger wurde ganz einwandfrei die Mannschaft Boogie, Toni Marshall und Frank Zander. 2475 Punkte. Ja. Liebe Damen und Freunde, wir hörten vorhin einen Ehemann, der ein Plädoyer für die Ehe hielt, für das Leben zu zweit. Nun, es gibt Frauen, die haben nette Männer und dennoch haben sie ein bisschen Grund zum Kummer. Warum und weshalb? Das erfahren Sie nun in einem Chanson von Günter Schwerkold und Jürgen Knieper, vorgetragen von einer reizenden, beliebten, charmanten Wiener Künstlerin von Waltraud Haas. Wir waren so jung, wir waren verliebt und wir hatten auch beide kein Geld. Teils himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, egal, uns gehörte die Welt. Das Zimmer war trist, die Wirtin war streng, nach 10 kein Besuch mehr im Haus. Da standst du vor mir, dein Jackett war zu eng, vor mir mit nem Blumenstrauß. Was sollen die Rosen, Liebste, die du mir brachtest? Ich bin so glücklich, dass du mir Freude machtest. Ich weiß, du hast dein Herz für mich bewahrt und dir die Rosen vom Mund abgespart. Was sollen die Rosen, Liebste? Du musst sie nicht schenken. Lass uns doch lieber an unsere Zukunft denken. Die roten Rosen, ich dank dir dafür. Doch was sollen die Rosen? Bleib du nur bei mir. Die Jahre vergehen, wir sind etabliert und haben's, wie sagt man, geschafft. Du bist, während ich wohl ein bisschen frustriert, ne dynamische Führungskraft. Du reist jetzt sehr viel, Sekretärin fährt mit. Ja, reis nur, ich mach mir nichts draus. Und bin ich mal sauer, dann reicht so im Schnitt noch für einen Blumenstrauß. Was sollen die Rosen, die du mir heute brachtest? Wo sind die Zeiten, da du mir Freude machtest und tag dein Aufsichtsrat jetzt an der See? Mir macht's nichts aus, doch etwas tut's noch weh. Was sollen die Rosen? Ach, du hast Torschluss, mein Alter. Was sollen die Rosen? Ich treff morgen den Walter. Du schenkst mir Rosen und auch einen Nerz. Was sollen die Rosen? Mir wär lieber dein Herz. Waltraud Haas, was sollen die Rosen? Wir kommen nun zu unserem Spiel für zwei, Thema Haus Habsburg.
Und bevor die Frage überhaupt gestellt werden, hat es da schon Diskussionen gegeben. Die Habsburger haben ja jahrhundertelang in Europa regiert, nicht nur in Österreich, auch in Spanien, in den Niederlanden. Und genau wie die Wittelsbacher oder Hohenzollern regieren sie seit 1918 nicht mehr. Also warum sollen wir nicht einen Vertreter des Hauses Habsburg zu dieser Sendung einladen? Das war aber ein kleines Problem. Es gibt noch ein anderes Problem. In Österreich wurden damals die Adelstitel abgeschafft. In Deutschland wurden auch die Privilegien abgeschafft, aber die Adelstitel blieben ein Teil des Namens. Also Graf Lambsdorff, der ja bald bei uns Wirtschaftsminister wird, das gehört zum Namen. Oder unser UN-Botschafter Rüdiger von Wechmar, also das bleibt dazu. Oder nehmen wir mal einen anderen Fall. Wenn Sie sagen, Louis Ferdinand Prinz von Preußen, dann gehört das zum Namen. Drüben in Österreich würde er wahrscheinlich heißen Herr Ferdinand Preußen. So ist das also unterschiedlich. Wir sind aber nun in München und deshalb also den gesamten Titel. Und ich freue mich ganz besonders, dass für unser Spiel Haus Habsburg der Chef des Hauses Habsburg zugesagt hat. Wir begrüßen jetzt Dr. Otto Erzherzog von Habsburg-Lothringen. Jetzt würde ich, Herr Doktor von Habsburg, ja, ist das die richtige Anrede? Oder wie müsste man... Ja, ich bin österreichischer Staatsbürger, ganz richtig. Also die anderen Titel fallen dann weg. Sie sind Historiker. Bitte, ich bin Historiker, aber mehr in der Politik engagiert wie in der Geschichte. Ich habe zwar drei geschichtliche Bücher geschrieben, aber das war so nebenbei. Wie viele Bücher überhaupt haben Sie schon geschrieben? 22 habe ich bis jetzt schon geschrieben. Und 22 dann, zu viel. Das weiß man nicht. Sie sind Präsident der Pan-Europa-Union. Ja, der Internationalen Pan-Europa-Union. Das ist die älteste europäische Organisation, die seit Ende des Ersten Weltkrieges bereits für die Einigung Europas eingetreten ist. Damals war Richard Kuddenhoff-Kalergi der Erste, der den Gedanken von Pan-Europa ausgesprochen hat, der dann eine Organisation aufgebaut hat, die ja beinahe vom Zweiten Weltkrieg Erfolg gehabt hätte. Dann ist der Zweite Weltkrieg über uns hinweggegangen. Und nunmehr sehen wir, wie sich die Ideen von Kuddenhoff-Kalergi durchsetzen. Und wir sind ja jetzt in eine sehr entscheidende Phase getreten. Also Sie sind für die Vereinigten Staaten. Noch selbstverständlich. Vielen Dank. Ich komme jetzt zu den Kandidaten, die ich vorstellen möchte. Wir haben ja ausgelost. Und da begrüßen wir jetzt zwei Herren aus Niederösterreich. Es ist der Onkel mit seinem Neffen. Es kommen aus Solinau und Teesdorf ist, glaube ich, der andere Ort. Karl Büchinger und sein Neffen Hans Büchinger, wenn Sie zu mir kommen wollen. Sie sind der Onkel, Sie sind der Neffe. Wer will das Mikrofon halten? Der Neffe. Was machen Sie beruflich? Ich bin Versicherungsangestellter und komme so ganz gut durch. Ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin in einem großen Holzbetrieb beschäftigt. Als Holzbetrieb. Jetzt müssen wir noch erzählen, dass Sie sehr erkältet sind. Die Stimme ist sonst ein bisschen höher. Etwas höher, ja. Und Sie interessieren sich für das Haus Habsburg, für Geschichte? Ja, für Geschichte und allgemein Haus Habsburg, dadurch, dass wir Österreicher sind. Besonderen, ja. Und Sie interessieren sich auch dafür? Ja, normalgeschichtlich, wie im Normalgeschichte, aber zu diesem Thema bin ich eigentlich so richtig reingeschlittert. Wieso sind Sie da so richtig reingeschlittert? Und zwar bei der letzten Dalle-Dalle-Sendung, wie ich so gemütlich im Fernseher zusehe, da höre ich auf einmal meinen Namen, dass ich bei der Dalle-Dalle-Sendung dabei bin. Ich wusste nichts von meinem Glück. Ach, Sie haben das einfach ab und haben gesagt, den Hans nehme ich mit. Und der gehört zu den Intelligenten der Familie. Na, sind alle intelligent. Gut, alle bekannt machen. Karl Büchinger, Herr Doktor von Habsburg, Hans Büchinger. Sie müssen jetzt ziehen. Hier sind 10 Briefumschläge. Sie enthalten also 10 Fragen. 4 sollen Sie beantworten. Bitte greifen Sie zu. 1, 2, ja. Die gefallen. Wollen Sie die nehmen oder wollen Sie andere nehmen? Na, vielleicht ist es ein Omen. Vielleicht ist es ein Omen. Gut, nehmen wir die. Die darf ich Ihnen abnehmen. Sie können schon die erste öffnen. Wir haben hier 300 Mark, weil Sie aus Österreich kommen. Könnten Sie auch Schilling? Dann setzen wir um. Was möchten Sie gern? In Mark, wenn die Sendung vorbei ist, in Schillinge. Ach, jetzt in Mark, wenn die Sendung vorbei ist, in Schillinge. Gut, wenn Sie sich gut auskennen. Schön. Na, Sie beide Währungen sind gut. Falls was überbleibt. Ja. So. Frage 1. Wie viel wollen Sie setzen? 295. Wenn Sie 295. Sie sagen, 5 Mark bleibt übrig, kann ich immer noch mal eine Mark 50 setzen, falls es nicht gut geht. Um 295 Mark, bitteschön. Wie hieß der erste Habsburger auf dem deutschen Königsthron? Rudolf I., 1273. Sehr gut. Richtig, 595 Mark. Bravo. Zweite Frage, Ihr Einsatz. 590.
Also 5 Mark lassen Sie sich auf jeden Fall. 590, bitte sehr. Durch welche Schlacht fiel Österreich an die Habsburger und wer war der bei der Schlacht besiegte König? Dürfte ich die Frage noch mal hören? Durch welche Schlacht fiel Österreich an die Habsburger und wer war der bei der Schlacht besiegte König? Ottokar von Böhmen. War der besiegte und das ja. Und die Schlacht war Rudolf. Wo? Ja, wo Rudolf. War die Schlacht? Aber wo? Das war die Schlacht. Wo war die Schlacht? Ich meine, ein Teil hat er ja schon richtig. Ja, ja. Ottokar und Rudolf, wo war die Schlacht? Bei welchem Ort? Mach. Ja, ja, ja. Ja? Mach, trink, mach viel. Mach. Na, sagen Sie es dann. Dürmkot wird es genannt, aber es ist ganz bei Maschek, also stimmt's eigentlich. Stimmt, gut. Haben wir jetzt 1185. Ich gebe ehrlich zu, ich habe jetzt sehr um Sie gezittert. Wie viel wollen Sie nun setzen? Sie haben 1185 Mark. Nun? Puh, das ist schwer. 1180. Er bleibt aber. Bravo. Gut. Wie hieß die bekannteste Tochter der habsburgischen Kaiserin Maria Theresia? Maria Antoinette. Bravo. Sie würden sich freuen. Sie haben 2365 Mark. Die sind schon sicher. Überlegen Sie. Letzte Frage. Wie viel setzen Sie? 2364 Mark. Ah, bravo. Also, eine Mark für die Rückreise. Gut. Welcher Habsburger besiegte Napoleon in der Schlacht bei Aspern? Erzherzog Karl. Bravo. Richtig. Bravo. Mark. Erst möchte ich gratulieren. Jetzt kriegen Sie die Schillingsumme noch genannt von Brigitte. 33.103 Schillinge. Ich kann nur gratulieren, wir können uns verabschieden. Sie waren hervorragende Kandidaten. Und mit der einen Mark, da hat er sich ja ganz schön. Herr Rosenthal, wir kommen von Niederösterreich aus dem bekannten Wienort. Dürften wir ein kleines Präsent aus unserer Gemeinde bringen? Ja, was wollen Sie uns denn bringen? Eine Flasche aus Teesdorf und einen Maturwein aus Solenau. Ja, da möchte ich mich bedanken bei Solenau und meine Kollegen und ich nach der Sendung werden wir gemeinsam lehren. Wenn Sie mitmachen, ein Gläschen nachher, ich darf Sie einladen. Sehr, sehr ich habe noch nie einen Erzherzog eingeladen. Das ist wirklich schön. So, bitteschön. Herr Rosenthal, darf ich jetzt noch einen bitte? Darf ich schnell meine Freunde und Bekannte in Österreich und in Deutschland grüßen? Ja, ganz kurz, ein Satz. Weil meine Freunde, die mir die Daumen gehalten haben in Österreich, Stuttgart und Mainz, danke. Gut, naja, also schön, haben wir. Jetzt müssen wir neu auslosen. Und zwar haben wir beim letzten Mal das Thema Indianer gelegt. Alle, die uns dazu eingesandt haben, etwas sind verteilt hier, die Karten auf diese 24 Körbe. Sie drücken, wenn ich sage Dalli Dalli, damit wir erstmal wissen, aus welchem Korb Sie ziehen. Achtung, Dalli Dalli. Korb 16. Und wenn Sie jetzt die Karte ziehen, wen wir einladen, wollen wir mal schauen. Walter Gerstl, Altgasse 4, Wien. Der wird jetzt waschen. Sollte unsere Karte gezogen werden, kommen meine Tochter Astrid und ich. Walter Gerstl, ich möchte mich von Ihnen bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mitgemacht haben. Und für die Vereinigten Staaten von Europa, ich wünsche toi, toi, toi. Wir alle können Sie gut gebrauchen. Wiedersehen. So, das Thema. Europapokal, Schallplatte, Alpen, Segeln, Rock und Wein. Wollen wir mal sehen. Achtung. Dalli, Dalli. Wein. Wenn Sie, ich habe auch gerade Wein bekommen, wenn Sie also das Thema Wein glauben, einige Fragen beantworten zu können, dann schreiben Sie uns. Es können Fragen kommen, welche Gegenden, welcher Wein und so weiter, auch Zusammensetzung und wie lange und ob sie gedreht werden muss und sowas. Ich habe da nicht so viel Ahnung. Zwei Möglichkeiten, entweder Sie schreiben an das ZDF, Kennwort Dalli Dalli, Postfach 201010, 8000 München 2 oder Sie schreiben an ORF, Kennwort Dalli Dalli, 1136 Wien. Einsendeschluss ist Montag, der 19. September. Und nun geht es um den dritten Platz mit Dalli Klick zwischen Bildschirm und Bericht, also Fernsehexperten unter sich. Wir haben Fotos und Diapositive unserer Zuschauer eingesandt erhalten. Die bekommen 100 Mark, wer hier mitspielt. Sie sollen möglichst viel, schnell, Papier können Sie dabei gar nicht brauchen, erkennen und dann sagen. Aber wenn was falsch ist, ziehen wir ab. Lieber Kollege, es geht los.
Die ersten 100 Mark erhält Winfried Hanel, Oberlinstraße 24, Herten-Bertlich. Schauen Sie genau hin, was könnte es sein? Dalli, klick! Moment, erst wer drückt, das ist Elfi von Kalkreuth. Elfi, ein Briefkasten, sagen Sie. Das sind drei Felder noch verdeckt, werden drei Punkte. Ja, es ist richtig. Ich glaube, mein Mikrofon ist nicht ganz in Ordnung. Ich werde dieses Mikrofon jetzt nehmen. Es ist richtig. 150 Punkte für die Mannschaft Bildschirm. Jetzt kommen wir gleich zum zweiten Foto, und zwar eingesandt von Felix Wunder am Krusen, 21. Essen 15. Achtung, Dalli, klick. Wieder Elfi von Kalkreuth. Münchner Oper. Wenn Sie zum Mikrofon nochmal. Ja. Münchner Oper. Die Münchner Oper. Auch da können wir durchblenden und sagen, bitte. Richtig, Nationaltheater, 5 Punkte, 250 dazu. Sie haben jetzt schon 400. Dritte Aufgabe stammt von Monika Osterloh, Breden-Beekhörn 37, Hamburg 65. Schauen Sie, Achtung, Dalli, klick. Moment, Herr Dr. Bergmann. Udo Jürgens. Sie sagen Udo Jürgens. Und wir schauen uns das Foto an. Richtig! 250 Punkte Bericht. Es wird jetzt doch sehr spannend. Die nächsten 100 Mark erhält Thomas Dörich, Reuenthaler Straße 6 in Weilbach. Achtung, Dalli, klick! Elfi von Kalkreuth, es sind noch 7 Felder gedeckt. Was glauben Sie, ist dies wohl? Gulli. Sie sagen, das ist ein Gulli. Das erkennen Sie so genau, nach 2 Feldern. Hans-Joachim Friedrichs nickt. Wir blenden durch. Ja, ein Gulli. 350 Punkte. Und nun geht es weiter mit 100 Mark für Herrn Karl Friedrich Eichblatt, Augustusplatz 5 in Mainz. Passen Sie bitte genau auf, ich will etwas noch sagen. Unser Zuschauer hat es fotografiert, es hat dadurch ein bisschen goldenen Schein, es ist aber mehr silbern. Ja, das ist durch die Unterlage, wie er es fotografiert hat, damit Sie nicht irritiert werden. Was ist es wohl? Und wir müssen es genau haben. Dalli, klick. Es ist also mehr silbern. Hans-Joachim Friedrichs. Ein 5-Mark-Stück. Nein, falsch. 100 Punkte muss ich Ihnen abziehen, 150 haben Sie nur noch und Sie dürfen nicht weiter mitmachen. Die anderen bitte weiter. Dalli, klick. Dr. Bergmann. 2-Mark-Stück. Ich muss Ihnen 200 Punkte abziehen. Sie haben sie gar nicht mehr so viel. 50 haben Sie gut, ist auch falsch. Die anderen machen bitte weiter. Dalli, klick. Wer hat jetzt gedrückt? Da ist kein Licht. Wer war es eben? Waren Sie es eben? Ich habe gedrückt. Ja. Ja, da ist das Licht nicht ganz in Ordnung. Das macht nichts. Was ist es? Es wäre noch ein Punkt, wenn Sie es richtig sagen. 1 Mark? 1 Mark. Wir blenden durch. Richtig. Ja, 1 Mark. Und liebe Zuschauer, wenn ich das noch zeigen darf, gucken Sie sich das mal bitte vielleicht zu Hause auch noch mal an mit den anderen Markstücken. Jeder Adler ist anders. Dieser Adler ist nur 1 Mark. Der andere sieht anders aus. Man kann das ja nebeneinander legen. Und nun, es wird noch interessant. Wir wollen Ihnen jetzt Graf Zeppelin zeigen. Dahinter verbirgt sich eine Schauspielerin, Schauspieler, Sportler, Sportlerin oder so. Wir nehmen immer etwas weg von der Maske, mal ein bisschen von der Nase, Augenbrauen, Plastik und so weiter und so weiter. Wer steckt wohl dahinter? Achtung, Dalli, klick! Thank you.
Hans-Joachim Friedrichs. Renier. Wer bitte? Henri Renier. Henri Renier. Oder meinen Sie ein Renier? Henri, die meinen jetzt den Schauspieler. Der Bruder ist ja auch in Hamburg, ja, den ich gut kenne. Es ist falsch. Ich muss ihn wieder abziehen, aber Sie brauchen nichts mitzubringen. Wunderbar. Lassen wir es ganz weg. Die anderen dürfen weitermachen. Wer ist es wohl? Schauen Sie, Sie kennen ihn alle. Milovic. Herr Bergmann. Milovic. Ja, Willi Milovic. Jetzt haben wir die Glatze weggenommen. 100 Pluspunkte, aber das genügt nicht, denn Sie hatten schon mehr Minuspunkte. Sie bleiben bei 0. Bericht, Sportreportage 0, macht nichts. Sie sind beim Zuschauen besser als in der Arena, kann man sagen. Sieger ganz einwandfrei, Bronzemedaille im Dalli-Dalli-Spiel. Elfi von Kalkreuth und Eva-Maria Lavan. Wir gratulieren. Aber ich darf Ihnen bescheinigen, Sie beide haben etwas riskiert, nicht? Denn das haben Sie wirklich. Nun, bevor wir ins Finale kommen und zu unserem Fragenlotto, möchte ich Ihnen eine Kölner Gruppe vorstellen, die wirklich... Jetzt ich und das nicht. Ich lege das sagen, jetzt ist es wieder da. Ich bitte also um Entschuldigung, falls Sie draußen mich nicht gehört haben. Hier in der Anlage höre ich so ein bisschen mich mit und dann weiß ich, ob ich da bin. Da bin also mit dem Ton oder nicht. Eine Kölner Gruppe, die sich auf rheinische Folklore spezialisiert hat, die gute Laune verbreitet und wirklich großartig ist, Black Föß. Also Black Föß, das ist schon rheinisch, heißt blanke Füße. Nicht? Also blank, die sind wirklich früher barfuß aufgetreten und da hatten sie auch schwarze Füße. Black können sie auch schwarz meinetwegen sagen. Vielleicht ist das Black auch vom Rheinland nach England gekommen, könnte ja sein. Und sie bringen ein spanisches Lied, so wie die Rheinländer so in Spanien da Urlaub machen. Müssen Sie wissen, braun, in rheinisch heißt das Brung. Die Rheinländer werden jetzt staunen, wie ich Rheinisch spreche. Und dann gibt es sowas wie Äzesuppe mit Hemmscher. Das ist Erbsensuppe mit Eisbein. Oder Nachmittags, das ist Nachmittags. Ich merke schon, Sie werden... Südost heißt sieht aus. Also ein bisschen habe ich gelernt. Sie werden jetzt staunen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den Black Föß. Dann spielt schon wieder los mit Sack und Back nach Spanien, weil er da ja nicht verkoss. Wir fliehen dann im Jumbo jetzt von Wann noch Benidorm. Doch wieder mal schön prunk und sind so richtig rot in Form. Bene Marie ist das hier schön, überall nur kölsche Tön. Wer hier südet wirklich aus, wie bei uns aus. Mir fällt nur vom Balkon die Aussicht auf der Dom. Am ersten Abend wird direkt ein Barbecue gemacht. Und wie hier grillt die Wäsche, haben wir selber mitgebracht. Wir trinken Cuba Libre und Sangria bis zum Schluss. Als echte Kölsche fühlt man sich doch überall zu Huss. Bene Marie ist das hier schön, überall nur Kölsche Tön. Nee, südet wirklich aus, wie bei uns aus. Hier fällt nur vom Balkon die Aussicht auf der Dom. Um 12 Uhr jeden Mittag im Hotel ist wärm gekocht. Äzezug mit Hemmscher jedes einmal in der Woche. Bene Marie ist das hier schön, überall nur Kölsche Tön. Nee, südet wirklich aus, wie bei uns aus. Mir fällt nur vom Balkon die Aussicht auf der Dom. La 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 la. Ich bin sicher, wir werden von dieser Gruppe nicht nur im Rheinland, sondern auch woanders noch viel, viel mehr hören. Und nun
ganz schnell. Wir sind zwar schon mit der Zeit ein bisschen fortgeschritten, aber es wird dennoch gehen. Fragen, Lotto. Wer möchte mitmachen? Ich bitte um ein Handzeichen. Hier vorne meldet sich ein Herr, wenn Sie ganz schnell kommen, in der vierten Reihe. Und wir haben hier Kugeln in unserer Fragentrommel. Und Sie merken, ich habe ein neues Mikrofon. Es klappt also hervorragend. Meine Kollegen sind ja sehr, sehr wirklich von der schnellen Truppe. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind Herr Hecht. Herr Hecht, wenn Sie das Mikrofon mal nehmen wollen. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Bundesbahnsekretär. Bundesbahnsekretär? Also für die Fahrpläne sind Sie zuständig oder was? Nein, nicht. Ich habe Betrieb und am Fahrkartenschein. Da sind Sie tätig. Ja. Was haben Sie denn noch so für ein Hobby, Lieblingsbeschäftigung? Also mein Hobby ist an sich Musik hören. Was für Musik? Klassische Musik, Schlager? Mehr so Beat und... Also Schlager und moderne so, Musik. Ja. Hm. Ja. Verheiratet? Nein. Nein, Sie lachen dabei so. Ist das so... Nein, nein. Nein, nein. Also überhaupt, aber später mal. Später schon, ja, ja. Ja. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja, aber Sie sind ja schon in einem Alter, Sie verdienen ganz gut. Da könnte ja die Zeit schon gekommen sein. Sicher. Ja, sicher. Sicher. Wollen Sie noch 5 Jahre warten, 10 Jahre, 20 Jahre? Kommt ganz drauf an. Na gut, also will ich nicht weiter in Sie drehen. Sie müssen hier drücken und dann wird gemischt, wenn Sie da mal raufdrücken, ja. Jetzt und dann hier stoppen und hier ziehen. 6 Aufgaben werden gestellt. Das ist eine helle Kugel, ein P drauf, eine politische Frage. Von 3 richtigen Antworten aufwärts gibt es einen Preis. Wollen wir mal schauen. Welches europäische Land hat im letzten Monat im August seine Währung um 10% abgewertet? Ein europäisches Land war in der ganzen Presse. Schweden. Richtig, gut. Frage 2. Was sind Nomaden? Nomaden, das ist ein Stamm in der Wüste, das sind kleine Menschen sozusagen. Nee, die wandern. Nee. In der Wüste. Die wandern umher, Stämme, ja. Die umherwandern. Das erkenne ich an, nicht? Ihr habt es gewusst. 2. Und sind 2 Redensarten durcheinander geraten. Wie heißen die beiden Originalzitate? Stille Wasser machen noch keinen Sommer. Stille Wasser, die sind tief. Und dann fehlt noch was, macht noch keinen Sommer. Da fehlt vorne was. Was macht noch keinen Sommer? Wissen Sie es? Ein Schaden. Ja. Wie? Schaden. Ein Schaden, nee, da haben Sie falsch Schatten. Gehört. Ein Schatten. Ja. Die Leute haben Schwalbe vorgesagt, nicht? Sehen Sie, so ist das. Leider nee, nein. So kenne ich nicht. Ja. Eine politische Frage. In der Bundesregierung in Deutschland sitzen 2 Damen im Kabinett. Nennen Sie eine davon. Das ist die Marie Schley. Richtig, wirtschaftlich. Es gibt noch Antje Huber. Eine wollte ich nur wissen. Beantwortet. Frage 5. Ich nenne Ihnen jetzt 4 bekannte Landschaften oder Provinzen europäischer Staaten. In welchen Ländern sind Sie zu finden? 3 Antworten müssen stimmen, ja? Normandie. Frankreich. Richtig. Algarve. Algarve. In welchem Land? Wissen Sie nicht, also lassen wir weg. Ist Portugal. Andalusien. Spanien. Gut. Und? Jetzt muss es stimmen. Toskana. Wo liegt die Toskana? Italien. Gut. Und die letzte Frage. Fangen Sie genau auf, manchmal mache ich auch Scherzfragen. Darf ein Linksaußen auf dem Kunstrasen in der amerikanischen Profiliga auch mit dem rechten Bein ein Tor schießen? Kann er nicht. Kann er nicht? Doch, er darf. Er darf. Er kann links schießen und beim Fußball kann man mit beiden Beinen schießen. Aber Linksaußen an sich für den linken. Nee, er darf auch mit dem rechten Bein ein Tor schießen. Da sind Sie drauf reingefallen. Ja. Tut mir leid, war eine Scherzfrage. Da werden viele Jungs zu Hause sagen, man kann doch links und rechts schießen. Ich hatte mal einen Bekannten, der spielte mit mir Fußball zum ersten Mal. Der hat wirklich gesagt, darf ich denn, wenn ich als Linksaußen bin, mit dem rechten Bein den Ball berühren? So, wir wollen Ihren Preis zeichnen. Sie haben 4 richtige. Dafür haben wir unseren Kollegen mitgebracht. Es ist Oscar. Oscar, eine 4. Daraus entsteht Ihr Preis. 1 Minute hat er Zeit, ist er früher fertig, pro Sekunde 1 Mark. Oskar, was hat mein Kandidat gewonnen? Dalli, Dalli. Wir schauen mal,
Danke, Oskar. Auf die Sekunden 24, 36 Sekunden sind 36 Mark für Sie. Was haben Sie gewonnen? Können Sie sich das vorstellen? Ein Autoradio. Das erhalten Sie. Und während wir beide uns unterhielten, hat Oskar Sie skizziert. Wenn Sie mich mal anschauen wollen, so. Nee, so, darf ich Sie mal führen? Nee, zu mir. Zu mir. Nee, so. Ja, noch zu mir. Ja, so ist es schön. Und jetzt zeigen wir das, damit es genauso ist. Dann können unsere Zuschauer das sehen. Diese Skizze können Sie behalten. Das ist auch ein Andenken an die Sendung. Und ich möchte noch etwas schenken, was wir gekauft haben. Sie wissen ja, in Deutschland gibt es die große Aktion zugunsten der Deutschen Krebshilfe. Das ist eine Langspielplatte, Stars und Schlager mit Peter Alexander, Heino, Peter Frankenfeld, Howard Carpendale, Katharina Valente, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Die möchte ich Ihnen geben aus der Sendereihe Musik ist Trumpf. Und falls Sie, liebe Zuschauer, eine solche Platte kaufen oder vielleicht auch verschenken wollen zum Geburtstag, ist ja ein schönes Geschenk, tun Sie es. Sie helfen damit der Deutschen Krebsförderung. Und bei Ihnen möchte ich mich auch bedanken. Die Platte erhalten Sie auch. Vielen Dank, ein sehr netter Kandidat. Ja, das nehme ich Ihnen doch ab. So. Finale. Bühne gegen Boogie. Und wir beginnen mit einem Film. Sie schauen bitte in den Monitor und wir zeigen Ihnen Dinge, die man auf dem Münchner Viktualienmarkt, bitte kein Bleistift, das ist jetzt nicht gestattet, auf dem Münchner Viktualienmarkt sehen kann. Nicht nur Sachen, die man kaufen kann, sondern alles, was man sehen kann. Sie sollen sie nachher aus dem Gedächtnis nennen. Schauen Sie, Sie sehen es auch. Kollegen, bitte Film ab. Wer beginnt? Toni, kommen Sie nahe ran. Was haben Sie erkannt? 15 Sekunden Zeit. Dalli, Dalli. Marktfrau. Kaviar. Zitronen. Wein. Bierfass. Ja, alte Marktfrauen. Eier. Mein Gott, mein Gedächtnis. Eine ganze Menge noch. Waage. Was Sie als Kaviar erkannt haben, waren Blaubeeren oder Heidelbeeren. Aber, wie müssen wir abziehen? Eine ganze Menge. Eine doppelte Marktfrau, der Kaviar war nicht dabei. Und, ja. Dann war und eine ganze komische, Menge noch. Genau, das, drei Punkte. Ja. 9 weniger 3 sind 6. Alles, was Sie jetzt sagen, mal 6. Aber nur haben Sie die Chance, viele Punkte zu gewinnen. Sie sollen einen langen Satz bilden. Ich gebe ein Wort vor. Sie fügen ein Wort an. Sie wiederholen die beiden, fügen wieder ein Wort an und so weiter. 40 Sekunden lang. Das Wort heute ist, Sie beginnen, warum? Dalli, Dalli. Warum? Nein, ein Wort dazu. Ach so. Warum eigentlich? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht diese? Warum eigentlich nicht diese Frage? Warum eigentlich nicht diese Frage in? Warum eigentlich nicht diese Frage instellen? Warum eigentlich nicht diese Frage instellen? Wieso hin? Weiter. Warum eigentlich nicht diese Frage instellen? Weil? Warum eigentlich nicht diese Frage instellen? Weil eine andere? Mein Gott. Warum eigentlich diese Frage instellen, weil eine andere Situation? Warum nicht eigentlich eine Frage instellen, weil eine andere Situation besser? Warum eigentlich diese Frage instellen, weil eine andere Situation besser? Sie werden mir recht geben, so ein Blödsinn habe ich noch nie gehört. Aber es anders, oder? Instellen. Ja. Warum nicht diese Frage instellen? Das sind neue Wortschöpfungen. Kommt nur in der Schlagerbranche. Es war so furchtbar kompliziert und trotzdem müssen wir nur einen Punkt abziehen. Bleiben 11. Ja. Oh, sehr schön. 11 mal 6, 66. Und nun können Sie Papier und Bleistift benutzen. Wir wollen Ihnen Teile eines berühmten Romans vorspielen, und zwar Robinson Crusoe. Sie kennen Defoes Werk. Horst Pillau hat es szenisch aufgegliedert. Sie achten auf Text, Dekoration, Kostüme, das Ganze spielt im 17. Jahrhundert. Ich will Ihnen noch ganz schnell sagen, wer mitspielt. Wir haben Robinson, das ist Hans-Jürgen Diederich. Dann ist dabei Dienstag, Günther Kaufmann und schließlich Molly, Monika Strauch. Das Spiel beginnt. Ich habe immer gesagt, diese verdammten Raddampfer taugen nichts. Der schrecklichste Sturm meines Lebens war das. Ja.
Ja, ein schrecklicher Schiffsbruch. Die gesamte Besatzung, alle meine Gefährten ertrunken. Was haben wir denn heute? Den 30. September 1659. Ein Unglückstag. Wo bin ich hier bloß? Ein unwirtliches, unbewohntes Eiland. Nicht anständig zu fressen. Und hier soll ich nun 28 Jahre lang leben? Übrigens, Robinson ist mein Name. Ja, genau der. Robinson Crusoe. Ursprünglich hieß ich Kreuzner, aber der deutsche Name, der wurde in New York, in England, wo mein Vater als Kaufmann lebte, zu Crusoe umgewandelt. Da! Menschenknochen! Die haben Menschenfresser ein Picknick veranstaltet. Hoffentlich finden sie mich nicht als Grillgut. Oh! Da! Nur Mut, Robinson. Du! Wie heißt du? Ich nix heißen? Du heißt nix. Ach ey. Ja, heute ist Dienstag, so nenne ich dich dann Dienstag. Verstanden? Ich Dienstag? Ja. Danke, Sir. Ja, Uli. Gehörst du auch zu den Menschenfressern? Feinde fressen uns. Wir fressen Feinde. Dienstag, das tut man aber nicht. Allein die Kalorien. Aber Cordon Bleu von Spanien schmecken. Nix da. Wir rösten hier nur Schildkröten und Ziegen. Wer seid du? Ja, ich bin der liebe kleine Robinson. Ich bin meinen Eltern ausgerissen und zur See gegangen. Ich habe viele Abenteuer erlebt. Zuletzt war ich Pflanzer in Brasilien. Jetzt wollte ich nach Guinea segeln und ein paar Negerslaven einkaufen. Wir haben nämlich einen großen Engpass auf dem Arbeitsmarkt. Warum du hier? Ja, vermutlich, um in die Literatur einzugehen. Was für eine Literatur? Ja, jedenfalls nichts so Notwendiges wie die Dinge des täglichen Lebens. Und hier, da, eine Truhe. Dienstag. Komm, hilf mir mal. Eine Axt, das ist gut. Ja. Nein, nix da. Die brauchen wir nur für unseren asozialen Wohnungsbau. Schleifstein, gut. Musketkugeln, sehr gut. Und, ui. Das waren 36 Pfund Sterling. Ha. Und den kann ich brauchen. Was sein das? Das ist ein Das ist ein Rasenmäher fürs Gesicht. Sehr gut. Haben aber gleich Strom auf Insel. Da muss ich zurück in die Zivilisation. Wann geht die nächste Flaschenpost? 17 Uhr. Gut. Wir bestellen jetzt beim Versandhaus alles, was wir fürs Leben brauchen. Und das Wichtigste im Leben fehlt ja doch. Nein! Hallo, Typ. Wer bist du? Woher kommst du? Ich heiße Molly. Ich war gerade auf der Yacht eines Ölscheichs zu Gast. Aber der Bursche wurde unangenehm. Da bin ich einfach über Bord gesprungen. Könnt ihr mich hier gebrauchen, Jungs? Ja! Wow! Das war der erste Teil. Was war Ihrer Meinung nach alles falsch? 15 Sekunden Zeit. Toni Marshall beginnt. Dalli. Ja, Ölscheiß gab's nicht. Hochhackige Schuhe. Auch keine Seenixe. Zigarettenspitze. Versandhaus. Die Molly überhaupt. Rasierapparat. Flaschenpost. Truhe, Literatur eingehen. Gleichstrom. Negersklaven. Wohnungsbau, Arbeitsamt. Pflanzer. Ja, das waren 13. Und was meint... Wir müssen Pflanzen und Sklaven ab. Die er war Pflanzer und Negersklaven wollte er auch bleiben kaufen. Elf mal 66 sind 726 Punkte für Boogie. Und nun fällt die Entscheidung, Sie zu Hause können vielleicht schon tippen, genügt das für Toni Marshall und Frank Zander oder genügt es nicht? Wir erwarten zum Finale, zum letzten Raten, Liane Hielscher und Kurt Heintl. Es geht gegen 726 Punkte und wir zeigen Ihnen zunächst einen Film. Alles, was man auf dem Viktualienmarkt hier in München kaufen kann oder sehen kann. Also nicht nur Dinge, die man kaufen kann. Schauen Sie bitte in den Monitor, Sie sehen den Film noch einmal. Bin gespannt. Achtung, Film ab. Heringe, Käse, der Oberrücken,
die Marktfrau, Rüben, Pilze, Pfirsiche, Tomaten, eine Waage, Flaschen, Zitronen. So, wer möchte beginnen? Sie? Kurt, ja, bitte, wenn Gut. er die Hand hebt, soll er beginnen. 15 Sekunden Zeit, was haben Sie erkannt? Dalli, Dalli. Zitronen. Eine Marktfrau. Äpfel. Ein Brunnen. Rüben. Fässer. Bier. Heringe. Pfirsiche. Die ganzen, dieses Lokal, dieses Gartenlokal. Ja, Flaschen, ein Gartenlokal. Brunnen. Moment, damit war schon der Gong. Wir müssen nur die Äpfel abziehen, die waren nicht dabei. Die müssen wir, aber Bier und Tonnen war doppelt. Aber gut, einmal nur abziehen, Jury sagt es. Also ja, 9 Punkte haben Sie. Ja. Und jetzt sollen Sie einen ganz langen Satz bilden. 40 Sekunden Zeit, ich gebe ein Wort vor. Sie müssen das Wort wiederholen, eins anfügen, Sie beide wiederholen, wieder eins Wer anfügen. Wer fängt an, Sie? Sie jetzt, Sie hatten eben angefangen, muss ja abwechselnd sein. Das Wort heute, 40 Sekunden lang, damit muss es beginnen, ist warum? Dalli, Dalli. Warum hat? Ein Mann. Nee, erst Warum hat ein Mann? Warum hat ein Mann den... Warum hat ein Mann den Kopf? Warum hat ein Mann den Kopf oben? Warum hat ein Mann den Kopf oben? Wo? Warum hat ein Mann den Kopf oben, wo die? Warum hat ein Mann den Kopf oben, wo die Glatze? Warum hat ein Mann den Kopf oben, wo die Glatze sehr? Warum hat ein Mann oben, wo die Glatze sehr deutlich? Warum hat ein Mann den Kopf oben, wo die Glatze sehr deutlich leuchtet? Warum hat ein Mann den Kopf oben, wo die Glatze sehr deutlich leuchtet? Und naja, also du musst nicht dazu sagen, hier leuchte ich auch. Also irgendwo. Also einmal stimmte die Reihenfolge nicht. Wir ziehen eins ab, bleiben 12. Ja, einmal hat er 2 Wörter gesagt, damit hat er sich aber selbst bestraft. Wir haben ja nur 1 gezählt und dadurch war der Satz länger. Eins ziehen wir ab. 12 mal 9. Die Gehirnzellen sind völlig durcheinander. Ja, es ist auch nicht so leicht. 108 Punkte haben Sie, jetzt dürfen Sie mitschreiben. Da muss irgendein Kandidat vorher ein nettes Mädchen gezeichnet haben. Das tun wir weg. Sie dürfen mitschreiben, Sie sehen eine Szene, die wir haben szenisch aufgearbeitet, Horst Piller, aus dem Roman Robinson. Sie achten auf Text, Dekoration, Kostüme, spielt im 17. Jahrhundert, ist keine neumodische Inszenierung. Sie müssen noch wissen, dass nun auch Admiral Nelson erscheint. Ihn spielt Edgar Fritsch. Und damit Vorhang auf! Was haben wir denn heute? Den 19. Dezember 1687. Heute wäre eigentlich meine Befreiung fällig. Über 28 Jahre habe ich nun auf dieser Insel verbracht. Mit Dienstag, der wilde Freund und Molly, meine wilde, meine treue Gefährtin. Aber hier taucht nicht mal ein U-Boot auf und... Was ist das? Ein Schiff! Ein Flugzeugträger! Die britische Admiralität ist doch zuverlässig. Und nun lässt man schon ein Beiboot zu Wasser. Mittwoch, Dienstag! Molly! Warum schreist du denn so, Robinson? Was ist los? Hast du wieder Nessie, das Ungeheuer, gesehen? Nein, nein, viel schöner! Endlich werden wir befreit! Freut ihr euch! Frau Robinson, fahr zurück! Lass uns hier, Molly und mich! Wieso? Wir lieben uns! Molly und ich! Seit wann denn? Seit 17 Jahren! Seit 17 Jahren? Na nun, davon habe ich nie etwas bemerkt. Das glaube ich dir, mein Lieber. Hemd! Admiral Nelson selbst! Welche Ehre! Mr. Robinson, I presume? Ja, Euer Lordschaft. Ich bin's. Robinson Crusoe. Vormals Kreuzer. Der berühmteste Schiffbrüchige der Welt. Das hier ist meine Molten. Das war meine Molten. Das ist unsere Molly. Hallo. Hallo, Fan. Und Dienstag, mein treuer Freund. Hallo. Und Sie sind der einzig Überlebendige von der Titanic? Ja. Shocking, shocking. Da ist ja aber noch dieses Scheißwrack von diesem lausigen Seelenverkäufer. Nicht das Radargerät war natürlich kaputt und da sind wir gegen die Felsen. Schlemperei. Wir haben sich 28 Jahre Zeit vertrieben ohne die Times. Oh, Ackerzucht, Viehbau, eine kleine Molly und Skat. Und davon konnten Sie leben? Na, eigentlich mehr hat uns ja das Meer gegeben. Schildkröten aus dem Meer, Fisch aus dem Meer, Salz aus dem Meer. Und alles ohne Mehrwertsteuer. Paradiesische Zustände.
leider nichts mehr Paradies, Mr. Lord. Er hat mir verboten, Mensch von Speisekarte, nie mehr Tafelspitz vom Brasilianer oder Zwiebelrostbraten, Portugiesisch. Wachsen hier keine Zwiebeln. Mr. Robinson, wie heißt Ihre Insel? Wir haben sie Madagaskar genannt. Very nice. Ja, sie ist mir sehr ans Herz gewachsen, aber nun verlasse ich sie doch gerne. Wenn ich doch nur Post von meinen Eltern und meinen klitzekleinen Geschwistern hätte. Oh, halb forgotten. Ihre Post, Sir. Sie haben Post für mich? Yes. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Post an Bord. Tausend Dank. It's all right, it's all right. Goodbye, Molly. Junge, komm alt wieder, als Tourist. Ciao, Dienstag. Euer Lordschaft, ich bin bereit. Harpunen, hebt! Wer will beginnen? Egal. Er wieder? Ja, Achtung, 15 Gut. Sekunden Zeit. Was war alles falsch? Dalli, Dalli. Sprechfunk kann ich stimmen. Kariertes Hemd. Junger Mann, das Lied gab's damals nicht. Dienstag. Wir lagen von Madagaskar ist ein deutsches Weiter, Molly. Zwiebeln gab's damals nicht. U-Boot. Tafelspitz kannst du derzeit nicht gegeben. Flugzeugträger. Flugzeugträger war das Letzte, was wir noch mitnehmen. Waren alle 10. Alle 10 wollen wir geben und damit haben wir ein Ergebnis. 726 Punkte Boogie, zweiter Sieger. Sieger einwandfrei die Bühne mit 1080 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Während hier bei uns nun alle Punkte zusammengerechnet werden, Sie wissen ja, jeder Punkt ist eine Mark gleich 7 Schilling wert, will ich noch einmal daran erinnern, falls Sie mitmachen wollen. Spiel für 2, ausgelost das Thema Wein. Sie schreiben entweder an das ZDF, Kennwort Dalli Dalli, Postfach 201010, 8000 München 2 oder Sie schreiben an ORF, Kennwort Dalli Dalli, 1136 Wien. Einsendeschluss ist Montag, der 19. September. Und nun wollen wir mal hören, Brigitte, wie viele Punkte haben unsere Kandidaten heute gewonnen? Heute sind es 8903 Punkte. 8.903 Punkte sind 8.903 Mark. Und es ist interessant, wir bekommen immer mehr Spenden für den wohltätigen Zweck, den wir ja am Schluss immer doch auch bekannt geben. Diesmal kamen Spenden ein im Werte von 6.445,85 Mark. Das gebe ich dazu, wir runden ab, 6.450 Mark. Das habe ich mir gedacht, dann? Jetzt haben wir 15.353 Mark. 15.353 Mark und für unsere Freundin Österreich. Wie viel Schilling sind es? Eine ungeheure Summe, 107.471 Schilling. 107.471 Schilling. Liebe Dalli-Dalli-Freunde, auch Unterhaltern vergeht manchmal das Lachen und wir haben heute Nachmittag überlegt, ob wir das Geld dieser Sendung den Hinterbliebenen der Mordanschläge dieser Woche zukommen lassen sollen. Aber wir sind der Meinung, dass mit diesen Anschlägen wir alle gemeint sind, der Staat. Und der Staat wird für diese Hinterbliebenen sorgen. Wir wollen jemanden helfen, wo der Staat nicht so schnell Unterstützung geben kann. Und deshalb will ich mich bei den Siegern erkundigen, wer soll das Geld dieser Sendung bekommen? Ja, wir haben lange hin und her überlegt. Sie wissen, die Not ist groß auf der Welt. Wir haben hier einen speziellen privaten Fall. Und ich glaube, dieser Fall ist würdig, also betreut zu werden. Darf ich das ablesen? Bitte schön. Ich möchte in diesem entscheidenden Punkt keinen Fehler machen. Wir haben also alle beschlossen, den Spielgewinn des heutigen Abends an den 11-jährigen Jürgen Schneider, Kernbach-Kaldern, Hüttenweg 4 zu überweisen. Er hatte bei einem Autounfall am 11.08.1977 nicht nur seine Eltern, sondern auch seine Großmutter und seine 4 Geschwister im Alter zwischen 4 und 12 Jahren verloren. Also dieses Kind hat 7 Verwandte verloren, Eltern, 4 Geschwister und die Großmutter. Und dieses Kind soll zum Existenzaufbau, es liegt doch im Krankenhaus mit mehreren Brüchen, es war auch in diesem Auto, das Geld zur Verfügung gehalten. Ich glaube, es ist ein guter Zweck. Ich möchte mich bei allen Kandidaten recht herzlich bedanken. Unsere nächste Sendung kommt aus Wien. Für alle Freunde drüben, wo unsere Westprogramme nicht ausgedruckt werden, Sendedatum 8. Oktober, 20.15 Uhr. Wir wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Abend. Haben Sie verdient. Und uns allen wünschen wir bessere Nachrichten. Auf Wiedersehen.